Hallo liebe Freunde, heute geht es gegen Mönchengladbach. Wir hatten ja eine kleine Pause. Wir hatten ein Wochenende in Hamburg verbracht, deswegen sind wir nicht zum Aufnehmen gekommen. Deswegen mussten wir die Folgen ein wenig strecken. Wir waren in der O2 World. So, und jetzt geht's hier los. Trocken, 6 Minuten Profi und das heißt Ter Stegen. Verletzt! Yeah. Ich spiele mit dem zweiten Torwart. Das könnte von Vorteil sein. Fernschüsse. Hier. Ein Kameramann. Beim Schuss halt nicht sprinten, dann macht er halt auch nicht so einen Überschuss in die Wolken. So. Ja, ich bin gespannt. Ich habe gar nicht mehr geguckt, wo Gladbach jetzt steht. War schön. Oh. Stibitzt der mir den vom Fuß, Alter. Ich habe jetzt gar nicht gecheckt, dass ich der Rote war, aber es hat ja trotzdem geklappt. Na, Lutti. Ein Gammelschuss. Aber da kam pass genau. Ui, genau wie der. Ja. Oh, super. Einer geht hin. Oh, ich wollte nicht angreifen. Ja, musst du. Alles raus. Ja, dann hätte er einen Dreh gemacht, dann wäre er ganz frei gewesen. Dann musst du halt mit X oder was auch immer du da drückst, ihn decken. Oder irgendeinen raufschicken oder so. Tactical Defending und so. Tactical Defending, ja. Verlaufen. Und lass weg. Einen Doppelpass machen können. Oder halt in den Gegner passen. Welchen meinst du? Den schwarzen? Du hast doch mir zugepasst. Da hättest du geradeaus weiterlaufen können, hätte ich dir. Ja, der war ja schon. Ich bin ja schon die ganze Zeit mit ihm gelaufen. Ja, du musst nicht sprinten, einfach ganz normal laufen. Oh. Oh. Meine Güte. Reus. Ja, wir sind hier schon ein bisschen unter Druck. Die ersten 15 Minuten los. Verstehe ich auch das. Oh, sehr cooler. Sehr cooler Pass. War geplant so, oder? Nein. Abseits stellen. Oh! Oh, Mann. Oh, ein Glück hier. Dass die nicht so schießen können. War erst schon perfekte Grätsche so, aber dann leider zum Gegner irgendwie. So, Hoffenheim, Hamburg 0:1. Ich habe ja auch noch nicht ganz gecheckt, wie ich den annehmen kann aus der Luft. Einfach so. R2 oder so? Bei R1 was immer. Wie du halt den Ball auch. Annimmst am Ende, weißt du? Mit stoppen, vielleicht geht's damit. Ah, schade. Ach so? Ja, der war schneller. Absicht. Alles geplant.
Mal Sephiroth gespielt. Nee, da waren einfach zu viele Gegner. Ich konnte halt nicht schießen, weil die schon sofort in der Schusslinie da waren. Ich meine, insgesamt einfach haben wir viel außer rum gespielt. Abziehen sofort. Dachte abziehen. Ja, das kam, als ich den Ball gerade annahm. Ja, also da konnte ich nicht mehr drücken. Doch, Mann, da, genau da sollst du drücken. Ah. Danke. Danke, Anke. Mann, nee. 1-0, aber eigentlich auch mittlerweile verdient. Wer sagt, ey? Wäre schwer, den Schütze auffahren. Tut mir leid. Und die Gegner halt mal Achilles sehen, oder? Die kriegen sowas nicht. Aber sind sie schon wieder kaputt. Wenn ich nicht mal gesprintet bin. Boah, schön. Ah. So, Pizarro, ne, Callejon ist das. Eine Sekunde zu weit vorgelegt. Ach. Gibt's doch nicht. Ja, Vorteil. Ja, im Moment steht es noch 0 zu 1, 42 Minuten gespielt. Das heißt, wir können es noch drehen. Außer wenn es jetzt 0 zu 2 wird. Marco Reus schießt da. Daneben. 43 Minuten. Ich denke, das wird so mit dem Stand in die Halbzeit gehen. Aber es wäre schön, wenn man in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen in Drücker kommt. Oder auch nicht. Boah, super gehalten. Ja, faul. Das gibt's doch nicht. Der kann doch nicht unseren Mann da umhauen. Ja, den umgeschubst. Das war wieder die Impact Engine. Die zählt nicht als faul. In dem Fall. Pickt einfach unseren Mann weg und wir können nicht mehr verteidigen. Schön, Alter. Oh! Jo! Ja! Sehr schöne 1A-Konter. Sehr schön. Vor der Halbzeit sogar noch den Ausgleichstreffer erzielt. Da habe ich erst gedacht, oh, Scheißpass, aber dann kam das Ding noch aufs Tor, ins Tor. Das Stürmer war nicht schnell genug eigentlich. Deswegen, ich wäre sonst eigentlich gerne. Aber ein grober Fehler da im Mittelfeld, ne? Der, also, es war ja eigentlich aus. Das, was Jogi Löw so aufgeregt hat und alle anderen Deutschen auch bei der EM. Gegen Italien aus einer eigenen Standardsituation. Ja. Haben wir ihn aus dem Strafraum gerettet? Ja, gut. Ah, wäre sowieso auch gefallen. Haben wir ihn einfach, Naldo hat ihn ja weggeschossen und der Mann im Mittelfeld nimmt den da mal richtig verhängnisvoll an. Oh, binäre Zeichen haben wir hier: 1-0, 1-1, 0-0-0-1. Und was ist es dann? Wir können erfahren, wie das zusammensetzt. Ja, so wie es jetzt ist. In der Reihenfolge 1-0, 1-1, 0-0-0-1. Eigentlich liest man es von rechts nach links. Also wäre es 0-0-1. Also das wären dann schon 1, 2, 4 plus 8, also 0 mal 8 plus 0 mal 16 plus 0 mal 32 plus 1 mal 64 plus 1 mal 128 plus 0 mal 256 plus 1 mal 512. Also sind es 512? Nee. Die Summe. 512 plus 128, was auch immer halt. Wir da eben. Ich dachte, du kommst jetzt hier mit der Lösung. Ja, ich kann doch hier nicht so das Pferd im Kopf rechnen. Also, wer das zu Hause rechnen kann, der kann sich gerne jetzt mal ransetzen und die Endlösung mal in den Kommentar schreiben. Da bin ich mal gespannt, ob das eine überhaupt verstanden hat. Nee. Ja, schreibt die Lösung in die Kommentare, wenn ihr sie wisst, wenn ihr sie habt. Nee. Zu früh gegrätscht. Also. Oder so.
Ja, das war zu früh. Weil ich eigentlich auch dachte, dass er auf ihn zuläuft, aber irgendwie hat er sich nicht bewegt. Ah, da wollte ich ihn schicken. Schade. Wo ist Wiese denn? Der guckt doch zu. Mann, er hätte doch nur hochspringen brauchen. Ja. Ich hab meinen Mann auch nicht dahin gekriegt. Hier unten, ich hatte den Rain oder wieder. Aber wie blöd, ich hab den abgefangen und dann landet er oben beim Gegner. Das ist doch doof wieder. Einfach jetzt die Antwort geben. Und ich durch. Also... ich hab's nicht hingekriegt. Eigentlich hätte man das schaffen können, das war eigentlich nicht so schwierig. Oh! Oh, wir. Wie er den gecatcht hat, ey. Hammer! Mist! Der hätte natürlich auch ein bisschen härter kommen können, mein Freund. Härter kommen können. Oh! Ah, oh, schade. Nee. Ja, das war genau das, was ich wollte. Wie legt er sich denn dann? Ich komme mit den Spielern individuell nicht klar. Wie sie sich manchmal den Ball vorlegen. Ne? Klar, ey. So, jetzt müssen wir auf den Ausgleich hier mal drängen. Mann, das gibt's doch nicht. Hä? Wurde nicht gerade das eingewechselt? Keine Ahnung. Lecky? Danke. Ja. Mein eigener Mann lässt mich nicht vorbei. Ich kann mich nicht vorhin stellen. Aber Abstoß. Wollen wir mal den Dude-Trick probieren? Der funktioniert hier nicht, ne? Nein, weil der Pass ja auch schon vorher abgefangen war. Komm gar nicht erst dazu, dir zu passen, weil der stellt sich gleich dazwischen. Oh. Ach. Abgefälscht oder ist er einfach nur schlecht geschossen? Ja, schlecht geschossen. Müssen wir mal wechseln, weil sie alle fertig sind mit dem Feld. Arnaudo will ich vielleicht mal reinholen. Dass die immer so schnell alle sind, ne? Ja, darüber können wir ja nichts sagen. Das ist halt. Ist halt einfach so. Hier sind die bei FIFA ein bisschen schneller K.O. Das hat auch mal Goli gesagt. Auch sehr bisschen blöd, dass die immer so schnell kaputt sind. Aber ist vielleicht realistisch oder so, ne? Das aber so von den Wechselungen und so, dass man bei PS kann es ja so wie wir es auch meistens ja, machen, gerade immer durchspielen mit den Leuten. Also ich denke da an Philipp Lahm, der hat bestimmt auch in den meisten Saisons in jedem Spiel dabei, nicht einmal ausgewechselt und der schafft das ja auch. Also der muss ja eine Kondition hier von 300 haben. Ja, die meisten von denen stehen ja auch im nächsten Spiel. Ja, wieder. Im nächsten Spiel, aber die sind ja immer, also wenn du die zu oft drinne hast, dann sind die sofort verletzungsanfällig. Sind sie auch komplett so runter, also du musst sie irgendwann wechseln, das geht einfach nicht anders. Was ist das schon? Noch nicht ganz ausgereift. Das ist einfach zu ja, zu weich sozusagen die Spiele hier. Ich denke schon, dass die ein bisschen mehr abkönnen. Ich habe auf ihn gewartet. Warum kam er nicht? Ja, also ich habe ihn nicht mal gekriegt. Ich habe versucht, einen in der Mitte zu kriegen, weil ich dachte, du... Ich habe überhaupt versucht, einen anderen zu kriegen. Ich dachte, du wolltest dann weiter. Ja, geht yeah. Doch.
oben abgelenkt mit meinen eigenen Spielern und muss es eigentlich nur rein kullern den Ball. Und weil er mitgelaufen ist, war die einzige Möglichkeit, nach hinten zu ziehen, um ihn auszutricksen. Und er hat quasi hier Joker-Funktion, der Arnautović. Hoch. So, 2 zu 2. Und vielleicht ein wenig. Oh! Glück. Können, nicht Glück. Gibt's nur können. Ist nicht PS. Gibt's kein Glück. Oh. Grober Fehler, grober Schnitzer oder wie sie das. Einer, das können. Ui, ui, ui. Ja, da war ich gerade auf dem Rückweg. Versuche mich da durchzutanken. Oh. Ah. Ah, jo. Der ist ja komplett aus dem Konzept, ne? Wenn er da erstmal bremst wird. Mist! Alles frei! Kommt er! Nein, du! Boom. Sehr gut. Unten ist er im R. Ah, der Otaldo ist verletzt. Ich glaube, er hat einen Riss. Ach! Die Pässe kommen so komisch auch. Ich glaube, er hat einen Krampf oder so einen Wadenriss. Oder so. Hast du noch? Ich versuch's. Oh, was? So, wer ist jetzt hier kaputt? Oh, Nork ist verletzt. Das haben wir ja noch lange nicht gehabt. Eine Wadenzerrung. Naja, das geht ja noch. Mal. Ja, wir natürlich wieder zu hart benutzt. Den Nork. Wahrscheinlich fällt er wieder 2 Wochen aus. Warnzerrung klingt noch 2 Wochen. Amputation. Wadenamputation. Das ist wieder. Ah, kriegt er nicht mehr mit. Oh! 2 zu 2, das wäre wenigstens ein Punkt, ne? Aber das gesagt, ist. Gesagt, getan. Oh. Glück wieder, ja. Du kannst da nicht viel machen. Wenn sie einfach da durchkommen, dann ist. Da kommt er durch, ne? Ich sag mal, der kommt wieder durch. Ach, was mache ich denn? Falschen Knopf gedrückt. Also, der hätte locker den. Boah. Das war von vorne auf den Ball gezogen und er nimmt. Er nimmt nur der den Spieler. Das Bein, ja. Also, der Ball lag doch vor ihm. Warum versucht er nicht den anzugrätschen? Warum muss es unbedingt. War so verführerisch. Und abgefälscht. Oh, nee. Nein! Nicht mal, ja, super. Keine Chance für Wiese, unglaublich. So ein Mist. Versuch einen Spieler da unten zu kriegen. Ecke zum Glück noch, ey. Ja, aber Ecke bringt es halt herzlich gar nichts. Abwarten. Abwarten. Wadenbruch. Abwadenzerrung. Wadenbeinbruch. Jo! Oh, er stand da ganz frei. Ja, ich habe versucht auch zu drücken, aber das war irgendwie. Nein, noch Mann. Ja. So ist das nun mal. Versucht man einen Ball wegzugrätschen, ist es natürlich ein Wadenbeinbruch. Ich unten hier an Arnautović nicht. Bibi, 2 Stunden kriege ich ihn. Shit, ey. Mist. Also, weiß nicht, wie oft ich das durchdrücken sollte. Unten steht er da. Lalala. Wenig bloß nicht. Du musst mal mit dem rechten Stick machen. Das mache ich auch. Wenn ich einen Spieler nicht kriege, dann mache ich den Stick. Dann bekomme ich ihn. So wird es natürlich. Ah, Mann. Ja, war ein super Spiel. Leider nicht für uns. Ja, Mist. Ey, das war ganz gemein, mit so einem Abfälsch-Freistoß. Oh, ein Spielsperre, Mensch, das ist ja nicht so schlimm. Das geht ja, ne?
So. Bis jetzt noch keine Plätze verloren. Ach komm, nächste Partie ist gleich 2 Tage später. Lass mal kurz gucken, wie unsere Leute aussehen. Ach, Energie, gar nichts. Was ist das, Pokal oder? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass wir rausfliegen. Achso, ich muss ihn ja hier noch weiter rausschieben. Ja, Balogun. Nee, Aflotter. Ja, heißt. Affolter. So. Ja, also hier, die Jungs werden Spaß haben in diesem Spiel. Was ist denn das überhaupt? Guck mal. Ich denke mal, es ist Pokal. Nee, Bundesliga. Bundesliga, normal, englische Woche wieder. Und wir sind Fünfter geblieben. Das ist die typische englische. Englische, die englische. Ja, die typische gemeine englische Woche. Das ist das Saarländisch. Mhm. Da spricht man so. Ja. So, ich will nochmal gucken jetzt hier, wie sieht das dann mit den Punkten aus? Oh, da hat sich aber nicht viel getan, wa? Sieht ja eigentlich noch nicht so schlecht aus. Da haben die über uns auch nicht Punkte gemacht. Schalke wohl auch verloren dann. Ja, Schalke ist die Mission. Damit man zumindest noch einen Champions League Platz bekommt. Ja, aber ich glaube, wir müssen bald mal die B-Mannschaft reinnehmen. Aber das kann man wahrscheinlich nicht hier automatisch einstellen. 4 Spiele sind es noch, ne? 34 Spieltage gibt es auch, ne? Ja. Leverkusen hat schon gespielt. Wir haben 57 Punkte. Gucken wir mal, wie das im nächsten Spiel aussieht. Wir bedanken uns und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denn.